So, Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Orakel der Europa League. Atalanta Bergamo gegen Dortmund. Ja, letzte Woche war das Orakel gar nicht mal so schlecht. Also, gut gespielt habe ich tatsächlich. Aber in Wirklichkeit sah das ein bisschen eng aus, ne? Also, da hat der Micky Batshuayi uns ja tatsächlich gut gerettet. Und es ist momentan echt ein bisschen besserer Aubameyang, ne? Seine Flickflacks, seine Saltos sehen schöner aus als bei Aubameyang. Und ich glaube, er hat richtig Bock auf Dortmund. Zumindest zeigt das jetzt gerade noch. Also, der hat richtig Bock auf Dortmund. Und ich freue mich auch, dass André Schürrle wieder getroffen hat. Das macht mir da richtig Spaß, weil Schürrle und so Leute wie Reus und Konsorten, das sind ja Spieler, die finde ich ja sowieso toll. Das ist ja ganz klar. Ne? So, Freunde. Ja, wie gesagt, Hinrunde 3 zu 2. Im Hinspiel meine ich, nicht Hinrunde, im Hinspiel. 3 zu 2 ist nicht so das Top-Ergebnis. Da fehlt nur ein 1-0 Niederlage heute. Und dann ist Dortmund raus. Dann ist aus die Maus. Beim 3 zu 2 heute für Bergamo gegen Dortmund würde es in die Verlängerung gehen. Ansonsten, na gut, eigentlich hat Dortmund alle Vorteile. Die müssen gewinnen oder unentschieden spielen. Aber es ist trotzdem knapp. Und das sind die Italiener. Und das habe ich ja ganz vergessen. Das sind die Italiener. Was können die Italiener ganz gut? Sie können Fußball spielen. Sie können auch ganz gut Mamma Mia rufen, wenn sie sich gerade einen Fingernagel abgebrochen haben. Aber sie sind sehr temperamentvoll. Sie können fighten und kämpfen. Das haben die gezeigt. Das haben die gezeigt tatsächlich. Und jetzt geht's los. Ich bin gespannt, Freunde. Dortmund. Nehmen wir mal ein Geld mit, ne? Ja. Darf sich in Italien rumschlagen, darf sich da beweisen. Aber ein Micky Batshuayi wird das schon irgendwie richten. Ne? Wird ja gut bedient von unseren Jungs und dann geht das auch schon los. Sobald wir können, starten wir das Spiel auch direkt, denn ich habe nicht mehr zu sagen. Außer, dass ich es geil finde, dass FIFA das tatsächlich schon selber optimiert. Die Mannschaft, das finde ich geil. Marco Reus getroffen am Wochenende, ne? Geil, oder? Freut mich total. So, und ich meine natürlich bei dem letzten Spiel, ich nehme nicht normalerweise, mache normalerweise keine FIFA-Orakel, sondern ich mache normalerweise Holstein-Kiel-Orakel. Dass ich FIFA-Orakel mache, das seht ihr ja wohl, ne? So, los geht's. Was war das denn für ein schrecklicher Pass? Eben gerade habe ich nochmal das Orakelspiel von Holstein Kiel aufgenommen gegen St. Pauli. Das kam mir ein bisschen leichter vor. Ach so, ich muss noch was nachher zeigen. Weil ich ja gefragt worden bin, auf welche Schwierigkeitsstufe spiele ich denn mit Batshuayi und Pulisic. Ah. Heigel. Auf Götze. Kommt auch immer besser rein, ne, Freunde? Der Mario Götze. André Schürrle lässt sich da ein bisschen beirren. Aber was soll er doch machen? Sehr schön. Pulisic auf Schürrle. Zieht in die Mitte. Was macht er jetzt? Oh! Wunderschön gespielt. Micky Batshuayi wieder zugeschlagen. Unser Dortmund-Retter, möchte ich mal fast sagen, ne? Nein, es ist kein Dortmund-Retter. Freunde, es ist doch einfach so, wie die Mannschaft spielt. Es ist doch einfach so, er kriegt die Bälle ja zugelegt. Und das sind ja, sag ich mal, so 75% des Tores ja schon. Ne, den Rest macht er schon mit seinem Geschick. Aber es freut mich, dass es ihn gibt, dass Dortmund da wirklich gleich einen super tollen Ersatz gefunden haben. Und ich hoffe, dass sie den auch behalten dürfen. Aktuell ja Leihgabe aus Chelsea. Wo er nicht so glücklich gewesen ist. Wieder André Schürrle. Setzt sich gut durch. Hat viel Platz jetzt. Oh. Schön auf Pulisic. Ah. Och, schön.
Wieder gut gedacht, der Spielzug. So. Stehe normalerweise nicht so auf die kurzen Varianten. Götze. Aber man konnte keinen finden. Da wurde der Batshuayi in der Mitte auch abgeblockt. Super verteidigt, tatsächlich. Oh, schöner Pass. Oh. Also ein Zusammenspiel, Freunde. Und es ist ja nicht nur der Batshuayi, der treffen kann. Ihr seht's. Lasst euch feiern. Hat er das Auge für Mitspieler und dann darf der Christian Pulisic einfach mal reinmachen. Aber hätte Torwart auch ein bisschen rankommen können. Also er war haltbar tatsächlich. War aber auch gut platziert. Das muss man auch dazu sagen. Ich habe das Gefühl, bei FIFA lassen sich die Spieler, die KI, die lässt sich sehr schnell beeindrucken. Wenn man ein, zwei Tore Führung liegt, dann habe ich das Gefühl, die spielen nicht mehr so gut mit. In der zweiten Halbzeit spielen sie dann wieder mit. Reus! Oh! Nochmal Reus! Ah! Oh. Nee, die Grätsche daneben. Also ich weiß nicht, also er ist ja mehr dran vorbeigegrätscht, ne? Also wirklich einen Kontakt hat es nicht gegeben und er lag ja schon 2 Meter vor ihm. Ach, weiß ich nicht. Kann man pfeifen, kann man auch sein lassen. Batshuayi auf André Schürrle. Er hat wieder Platz, den lassen sie da komplett allein auf der Seite. Geschossen die Ecke. Aber kommt gut. Gibt es nochmal Eckball? Nein. Was gibt es da wieder für Beschwerden, Freunde? Da gibt es nichts zu beschweren. Es war alles sauber. Ganz normaler Zweikampf. Oh, was für ein Pass! Da musste ich ja selber, das kann ich ja selber nicht glauben, dass der Pass so gut kam. Wieder wie beim 2-0, das ist ja Wahnsinn. Freunde, ich sage euch das, wenn die Dortmunder wirklich so gut drauf sind heute Abend, dann ist es tatsächlich wahr. Die Dortmunder können super Fußball spielen. Da könnt ihr auch mit großen Mannschaften wie eben halt Real Madrid oder Bayern oder Pipapo mithalten. Das ist wirklich machbar. Meistens ist es eben halt so, dass Dortmund momentan echt sehr große Abwehrschwächen hat. Sind die aber bereinigt und mal ein bisschen Konzentration, Fokussierung für 90 Minuten, dann kann es tatsächlich so ausgehen, Freunde, wirklich. Ich meine, die haben nicht umsonst, ja gut, es war jetzt die Zeit zu Lewandowski und Pipapo, aber trotz all dem, die haben nicht umsonst mal 4-1 gegen Real Madrid gewonnen. Das ist alles realistisch. So, Halbzeit, Freunde. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass ich mich ganz herzlich an die neuen Abonnenten bedanken möchte, die mich abonniert haben nach dem letzten Video. Das hat mich super gefreut und ihr dürft auch gerne weitermachen damit. Bedenke bitte dabei, es ist für diese Saison jetzt wirklich so, dass ich Dortmund jetzt in der Europa League begleiten werde. Und ich hoffe, dass Dortmund auch weiterkommt, damit wir auch schön weiter die ganzen Orakel machen werden. Und mir überlegt habe, vielleicht für die nächste Saison einfach Dortmund im DFB-Pokal und eben halt in der Champions League oder Europa League, wir hoffen ja mehr Champions League, ebenfalls zu begleiten, neben Holstein Kiel, die ich dann eben halt im DFB-Pokal und in der Liga begleiten werde. So, ich möchte nochmal darauf hinweisen, schaut auch mal, es gibt nicht nur FIFA bei mir, Freunde. Ich finde es toll, wenn ihr mich wegen Fußball abonniert, aber seid nicht enttäuscht, wenn es mal eine Woche kein Fußball gibt. Ich mache auch andere Projekte und sind genauso attraktiv. Ich muss auch sagen,
Qualitativ sind die tatsächlich noch ein bisschen attraktiver, da ich, wenn ich am PC spiele, mit einer wunderschönen Cam und mit einem wunderschönen Mikrofon arbeite. Also ein bisschen professioneller als hier jetzt mit meinem Turtle Beach Headset. Das wollte ich nochmal loswerden, Freunde, und jetzt möge die zweite Halbzeit beginnen. Kann man jetzt schon sehen eigentlich? Kann ich euch das zeigen, auf welchen Schwierigkeitsgrad ich spiele? Weil mich jemand mal gefragt hatte. Nee, kann man jetzt nicht, ne? Scheiße. Muss ich mal nach dem Spiel machen. Denn, weil da gab es nämlich auch eine Frage unter den Kommentatoren, auf welchen Schwierigkeiten. Und ich sagte dann, ich spiele Legende. Ich glaube, ich spiele tatsächlich Legende. Dazu möchte ich aber was hinzufügen. Das habe ich in meinen Holstein-Kiel-Spielen in der Liga, in meinen Liga-Spielen. Oh. Schon gesagt und angedeutet, dass mir FIFA. Oh, das war doch schon wieder ein Zucker-Sahne-Schnitten-Pass. Dass mir FIFA 18 zu leicht ist. Das muss ich ganz ehrlich sagen, denn ich habe bei FIFA 17, 16 und 15 ausgesetzt und hatte das letzte FIFA 14 gehabt. Und auf Legende spielen wäre von Schwierigkeitsgrad nicht mal denkbar gewesen. Nicht mal annähernd. Deshalb bin ich hier sehr, sehr überrascht, dass ich überhaupt auf Legende spielen darf und kann. Ach, herrje. Sehr schön. Oh, wenn der durchkommt. Ich bin da total aufgeregt dann immer, Freunde. Das ist, ich glaube, das merkt man auch, dass ich da völlig euphorisiert bin. Oh, das war aber einfach. Oh, sehr schön gespielt, Freunde. Nun kommt er doch ran! Der kommt doch ran, Freunde! Oh, das war mal ein kurzer Jubel. Das war mal ein kurzer Jubel. Die Dortmund-Fan, die hört man ganz irgendwo ganz hinten rechts in der Ecke. Die mitgereisten Dortmunder. Oha! Man kann hier ja schon eine Stecknadel fallen hören. Na, ja, die Dortmunder machen Musik, ne, Freunde? Aber ganz im Ernst. Was für eine Performance. Und außerdem ist es ja so wegen dem Schwierigkeitsgrad, ich spiele ja auch mit Dortmund, Freunde. Das soll ja schon, das erübrigt ja schon alle anderen Fragen. Man spielt mit Dortmund und Dortmund ist eigentlich eine der besten Mannschaften der Welt. So einfach ist das. Ach, schade. Och! Oh! Huiuiuiuiui! Kann man, glaube ich, nicht sehen, ne? Wenn meine PlayStation mir gerade erzählt, welche Installation der jetzt vorgenommen hat. Weil es regnet hier gerade von Installationen. Ach, übrigens ein kleiner Programmhinweis von mir. Es wird höchstwahrscheinlich Samstag. Folgt mir doch einfach mal bitte auf Twitter, liebe Leute. Und es wird Samstag mit der guten Inka einen Livestream geben. Schon wieder einen Verletzten. Und zwar spielen wir Little Nightmares durch. Wir spielen es durch mit dem Add-on, mit dem DLC Secret of the Moor komplett. Denn ab morgen verfügbar das letzte, die letzte Episode von Little Nightmares Secret of the Moor ist ab morgen verfügbar. Und dann wird es mit der guten Inka zusammen durchgestreamt. Sofort angucken, reinschalten. Abbummelig, oh, sagen wir mal ab 21 Uhr und das wird dann eben halt, wie gesagt, durchgestreamt. Wir hatten Little Nightmares mit der ersten Episode Secret of the Moor durchgestreamt und das hat 2,5, na, 2 Stunden 50 Minuten war das. Also rechnet mal bummelig mit 4 Stunden Stream. Das nochmal dazu. Ich weiß nicht, ob ich dazu einen Live-Chat anmachen werde. Das könnt ihr gerne in den Kommentaren reinschreiben, ob ihr das gerne hättet. Da ich ein bisschen genervt war. Wir hatten auch mal ein Resident Evil 5 vor. Oh! Das wäre das fünfte Tor gewesen. Resident Evil 5 Livestream gemacht. Und tut mir leid, dass ich, wenn ich das jetzt so sage, es waren Idioten da, die so eine Kacke geschrieben haben. Und sowas möchte ich einfach nicht auf meinem Channel haben. Deswegen bin ich schwer am Überlegen, mache ich Livestream an, ja oder nein? Ihr werdet Live-Chat, mache ich es an, ja oder nein? Ihr werdet es sehen. Ihr könnt es ja gerne mal in den Kommentaren reinschreiben, wie ihr es gerne hättet. Ob euch das egal ist, ob ihr wegen dem Spiel einschalten wollt oder ob ihr euch überhaupt gar nicht für den Nightmares interessiert.
Oh, komm! Oh! So, Marco Reus wieder da. Auf Christian Pulisic oder Pulisic. Ich nenne ihn Pulisic. Vergib mir. Aber ich mag den Namen so besser aussprechen. Und dann nenne ich ihn Christian. Ich weiß, er ist Amerikaner. Aber. Ach, schade. Ja, aber andersrum wäre auch sonst ein Abseits gewesen. Ne? Wo soll denn der hinpassen, der Schöne? Also, warum hat er gepasst? Der hätte da gar nicht hinpassen müssen. Da wäre der Micky Batshuayi in Abseits gewesen. Und dann wäre es natürlich sinnlos, da überhaupt irgendwas zu veranstalten. So, Piszczek. Leider. Ich sage aber Piszczek, Leute. Ist in Ordnung, oder? Piszczek. Piszczek, sage ich mal. Stimmt. Piszczek. Was ist los? So. Und. Weigel. Auf Toljan. Auf Batshuayi. Oh. Mit Übersicht. Und es gibt 11 Meter, Freunde. Ganz im Ernst, ich kann keinen Elfmeter, weil ich das so selten mache. Ja, aber gucken wir uns nochmal an. War auch, ja gut, ganz im Ernst, Freunde, ich hätte es laufen lassen. Ich wollte zwar sagen, gibt es doch 11 Meter, aber, ja. So, Marco Reus hat seine kleine Show, bekommt seinen kleinen Auftritt. Ach. Ach. Den hätte man ja auch nicht schießen müssen, glaube ich. Oh mein Gott. Das war ja von beiden Seiten was peinlich. Der Schuss war peinlich und die Reaktion vom Torhüter war peinlich. Ja, 5-0, was soll man sagen? Wer trifft, hat recht. Und wie er reingefiel, ist im letzten Endes auch scheißegal. Aber guckt euch an, der hat eine Reaktion wie ein Baum. Wie ein Baum. Wie angewurzelt. Ganz im Ernst, Freunde, ich habe gerade einen Cheat eingegeben. Ich habe den Torhüter. Ne, Quatsch habe ich nicht. Kann man, glaube ich, auch gar nicht, ne? Damals war es immer möglich, so mit schnellen Tastenkombinationen irgendwelche Cheats einzugeben, aber das ist. Jetzt. Oh, der cheatet ja. Oh, der Tomje. Nein, das ist gar nicht machbar, glaube ich. Glaube ich. Wer cheatet? Pff. So, 5-0. Nein, heute nicht. Heute gibt es kein 5-0. Heute gibt es. Ein. Ah, was gibt es denn? Die spielen in Italien, die spielen gegen Italiener, die spielen. Was? Die Abwehr. Seid ihr mir böse, wenn ich 2-2 sag? 2-2 ist machbar, aber damit fährt Dortmund ja weiter. Also, Dortmund sehen wir auf jeden Fall in der nächsten Runde. Komme es, wie es wolle. Und der Micky Batshuayi wird da auch ein Wörtchen mitzureden haben, denke ich mal. Aber ich werde mich noch gar nicht verabschieden. Das ist immer meine Abschlussrede. Denn ich will ja noch was zeigen. Oh Gott, wäre peinlich, wenn das jetzt auf einmal wirklich Anfänger stehen würde. Warte mal. So, ihr seht Holstein Kiel. Wo kann man das nochmal gucken? Menü spielen, anpassen. Einstellung. Und spielen. Spieleinstellung, ja, Spezialbewegung. Und da haben wir es. Legende. Seht ihr es, Freunde? Legende. Legende. So, das dürfte keine Fragen mehr aufwerfen. So, Freunde, ich möchte darauf hinweisen, wie gesagt, Programmhinweis habe ich ja schon mitgeteilt. Oh, lasst ein Abo da. Daumen nach oben. Ihr dürft das Video tatsächlich auch teilen. Zeigt euren Freunden dieses Video, mein Orakel, meine Einschätzung über das Spiel heute Abend. Und wir sehen uns hoffentlich wieder. Ja, wenn es wieder heißt Europa League mit Borussia Dortmund. Also, bis zum nächsten Mal und ciao.